liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge der Dog Coach, immer mit Bruno und Marion. Und heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Es geht um das Lieblingsspielzeug des Hundes, um den Futterbeutel. Ja, auch um mein Lieblingsspielzeug. Ja? Was können wir denn alles Schönes mit dem Futterbeutel machen? Also, der Futterbeutel ist zum einen eine super tolle, artgerechte Beschäftigung für den Hund. Ja. Du beschäftigst ihn da wirklich instinktgerecht, nach dem Jagdinstinkt und mit dem der soziale Rudelinstinkt, der wird da toll bei befriedigt. Ja. Ist also unheimlich sinnstiftend für den Hund. Ja. Mhm. Und das ist das eine. Ja. Also du gibst einer Beschäftigung, also du machst eine Beschäftigung, die sehr sinnhaft für den Hund ist, was den Hund dann entsprechend auch super toll auslastet. Mhm. Ja. Dann kannst du darüber eine ganz tolle Beziehung aufbauen, weil du etwas eben machst, was für den Hund Sinn ergibt. Mhm. Ja. Und das heißt, dass er sich viel eher auf dich einlässt. Ja? Mhm. Wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der sehr ängstlich ist, ja? Der auch mit Menschen nicht so richtig kann, dann ist das wirklich eine ganz tolle Geschichte, um eine super gute, intensive Beziehung aufzubauen und dadurch eine sehr positive Bindung zum Hund herzustellen. Mhm. Ja? Ja, und mit dem Futterbeutel kann man auch schön den Hunden dabei helfen, ihre Unsicherheit zu verlieren, weil das eben ein hoher Motivator ist, der Beute hinterherzugehen. Viele Hunde sind auch im Endeffekt unterbeschäftigt und haben keine richtige Aufgabe mehr, was zu vielen Problemen führt. Ja? Also im Endeffekt kann auch der Futterbeutel über die Beschäftigung ein Problemlöser sein. Mhm. Ja? Allein schon durch die Tatsache, dass du den Hund eben adäquat, sinnhaft und artgerecht beschäftigst. Mhm. Ja? Dann kannst du über den Futterbeutel kannst du Spielregeln vorgeben. Also du kannst dich so ein bisschen in Führungskompetenz üben, Anleitung geben. Und auch vielleicht Vorbild sein, ein guter Vorjäger sein, sodass du eine Vorbildfunktion bei deinem Hund kriegst, also eine Führungsposition, was ja alles sehr wichtig ist. Mhm. Ja. Und daher ist der Futterbeutel wirklich eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Und wenn ich jetzt mit meinem Hund damit arbeiten möchte, wie gehe ich da Schritt für Schritt vor? Also zum einen muss man mal überhaupt sagen, was so ein Futterbeutel ist. Also das ist so ein Jutesack oder ein Stoffsack, wo die Futterration reinkommt für den Hund. Und dann fängst du im Endeffekt den Hund über seine normale Futterration, fängst du den Hund an, über den Futterbeutel zu füttern. Mhm. Und also ist auch wichtig, dass das kein Leckerchentäschchen ist, sondern das ist eine Ersatzbeute. Ja? Mhm. Und diese Ersatzbeute, wenn man sie erbeutet hat, kann man die natürlich nachher fressen. Ja? Mhm. Aber es ist jetzt nicht so dieses klassische, der Hund macht Sitz und kriegt dafür Futter aus dem Futterbeutel. Nein, so ist es nicht, sondern stellt eine Ersatzjagd mit dem Hund, man spielt mit dem Hund und lässt dann zum Beispiel auch den Hund apportieren. Der Hund lernt auch dabei das Abgeben, also den Futterbeutel zu apportieren, Gegenstände zu apportieren und mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ich eben vergessen habe zu sagen, diese Zusammenarbeit, die der Hund lernt mit Menschen. Und über dieses Spiel und über dieses aus dem Futterbeutel fressen gewöhnst du den Hund an den Futterbeutel. Beziehungsweise da muss nicht viel gewöhnt werden, sondern der wird das sehr schnell annehmen, weil es eben, wenn du es gut machst, sich wie eine Beute bewegt und der Hund dann sehr schnell sehr viel Spaß daran haben wird. Mhm. Ja. Gibt es Hunde, die damit überhaupt nichts anfangen können? Es gibt tatsächlich Hunde, die da überhaupt nichts mit anfangen können, aber das passiert aus diversen Gründen, warum die nichts damit anfangen können. Ich setze es mal einfach in Anführungsstriche, dass nichts damit anfangen können. Eigentlich sind diese Hunde meist gehemmt. Die haben zum Beispiel Angst. Mhm. Ja, die haben sich Angst, frei zu bewegen, trauen sich nicht in einem öffentlichen Umfeld, weil da ja andere Hunde vorbeikommen, andere Menschen vorbeikommen, komische Geräusche sind, trauen die sich einfach nicht, mit dem Futterbeutel etwas zu machen. Mhm. Das kann sogar im Haus sein. Die trauen sich nicht, in Gegenwart des Menschen vielleicht etwas zu machen. Oder der Futterbeutel ist für sie gruselig. Mhm. Ja? Der bewegt sich. Mhm. Ja? Und das sind eigentlich die meisten Sachen, warum Hunde nicht mit dem Futterbeutel arbeiten. Dann gibt es natürlich Minimalisten. Mhm. Die apportieren dir einmal den Futterbeutel und sagen, jo, und jetzt ist auch Feierabend, weil sie einfach vom Charakter her sehr, sehr minimalistisch sind und reduziert. Ja? Aber wir haben ja schon bei Bruno gesehen, der ist da überhaupt nicht reduziert, sondern der fährt da ziemlich drauf ab und das macht ihm unheimlichen Spaß. Und das ist normalerweise der Fall. Man muss also erstmal überlegen, nicht sofort den Hund abstempeln, hoch, der hat da keinen Bock drauf, Futterbeutel blöd, sondern wirklich sich überlegen, warum zeigt der Hund jetzt eine Hemmung, warum hat er keine Lust? Mhm. Bedränge ich ihn vielleicht auch, während ich mit ihm spiele? Hat er vielleicht Angst vor meinen Bewegungen? Und das sind ganz viele Faktoren, die da mit eine Rolle spielen können, warum der Hund keine Lust auf einen Futterbeutel hat. Mhm. In den wenigsten Fällen ist es wirklich, dass der Hund überhaupt keine Lust hat, weil er so faul ist oder was auch immer. Okay. Ja, der Bruno ist auch schon ganz
ganz aufgeregt, denn da hinten haben wir einen Futterbeutel liegen. Ja. Und da will er die ganze Zeit schon hin. Ja. Wir können ihn auch gleich ein bisschen spielen lassen. Aber ich hätte noch eine letzte Frage. Es gibt ja beim Futterbeutel auch verschiedene Ausführungen, sag ich mal. Groß, klein, Leder, Stoff. Welche würdest du da empfehlen? Es kommt auf den Hund an. Wenn es ein mutiger Hund ist, ja, und er den Futterbeutel gewöhnt ist, dann kann man wirklich sagen, je größer die Beute, umso stolzer der Hund. Mhm, ja? Mhm. Also sieh das auch immer als eine Beute, die der Hund macht. Und wenn er eine große Beute macht, Bruno möchte auch gleich große Beute machen. Wenn er eine große Beute macht und die erbeutet hat, dann ist er natürlich mächtig stolz. Und das macht dann umso mehr Spaß. Mhm. Ja? Und wenn du aber einen eher schüchternen oder einen kleinen Hund hast, dann würde ich eher eine kleinere Ausführung natürlich holen. Okay, super. Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank für die tollen Tipps zum Thema Futterbeutel. Ja. Bruno ist schon ganz heiß drauf. Wir lassen ihn jetzt auch ein bisschen spielen. Ja. Und ja, wir spielen beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, und wenn auch. Sie mitspielen wollen oder auch Fragen haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an info@drf-tv.de oder über Facebook, Instagram. Wir sind immer für Sie zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.